Du kennst sicher die Situation. Du willst einfach nur eine simple Funktion von einer Website, von einem Online-Dienst benutzen, aber das geht nur, wenn du dich mit deiner E-Mail-Adresse anmeldest. Das hat zwei Nachteile. Zum einen schickt dir der Anbieter dann irgendwelche nervigen Werbe-E-Mails, selbst wenn du die online abbestellt hast. Und außerdem, im Worst-Case-Szenario, wird der Dienst gehackt und dann schwirrt deine E-Mail-Adresse irgendwo im Internet herum und kann entweder für Phishing, für Hacking benutzt werden oder du bekommst irgendwelche nervigen Spam-E-Mails zugeschickt. Das beides kannst du verhindern, wenn du einen E-Mail-Alias benutzt, wie zum Beispiel Simple Login. Simple Login reicht in der kostenlosen Version schon komplett aus. Und wie du Simple Login einrichtest und wie du den Dienst dann benutzt, das zeige ich dir in diesem Video. Schauen wir uns zuerst mal die Website von Simple Login genauer an. Und hier haben sie ein sehr schönes Beispiel, wie eigentlich so ein E-Mail-Alias-Service funktioniert. Denn du hast bei verschiedenen Anbietern unterschiedliche Alias-Adresse, wie zum Beispiel hier facebook@alias.com. Und all diese E-Mails werden weitergeleitet an deine normale E-Mail-Adresse. Aber eben nur, wenn du es willst. Also hier hast du zum Beispiel die Weiterleitung drin, aber bei Facebook, weil Facebook scheiße ist, bei Facebook hast du die Weiterleitung vielleicht nicht drin. Und hier unten siehst du auch, wie einfach es funktioniert. Leider ist die Website nur auf Englisch. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Du verwendest dein E-Mail-Alias überall anstatt deiner richtigen E-Mail-Adresse. Das heißt, das ist eine zufällig generierte E-Mail-Adresse. Wir schauen uns gleich an, wie das in der Praxis aussieht. Dann bekommst du die E-Mails, die darüber geschickt werden. Beispielsweise, weil du dich bei der Webseite erst verifizieren musst, dass dir auch wirklich die E-Mail gehört. Das heißt, die E-Mail wird weitergeleitet und du kannst sogar auch im Namen der E-Mail antworten, falls das nötig ist. Und wichtig, was sie hier überhaupt nicht aufgeschrieben haben, wenn du dann dich zum Beispiel bei einer Website registriert hast, dann kannst du einfach sagen, ich möchte keine E-Mails mehr erhalten. Also du kannst zum Beispiel hier die facebook@alias.com abbestellen und dann werden dir keine E-Mails mehr weitergeleitet. Aber falls du irgendwann doch Zugriff wieder drauf hast, kannst du diese Weiterleitung wieder anschalten. Was ich super finde an Simple Login, übrigens das Video ist nicht von einem Anbieter gesponsert, die haben auch kein Affiliate-Programm, soweit ich weiß, also ich bekomme kein Geld dafür. Was außerdem cool ist bei dem Anbieter, ist, dass es super übersichtlich, super hübsch ist und super einfach funktioniert und außerdem dir eben Zeit und Ärger spart. Hier sind noch ein paar weitere Vorteile von Simple Login. Eine Sache, die ich auch cool finde, ist natürlich, dass Simple Login Open Source ist und außerdem wird Simple Login von zwei meiner Lieblings-Privacy-Influencer benutzt, und zwar von Michael Bezos, der hat einen super coolen Podcast, und von Techlore, der hat auch einen super coolen Podcast und YouTube-Channel, den ich dir empfehlen kann. Okay, aber wie benutzt du jetzt eigentlich Simple Login? Dafür gehst du einfach auf die Webseite und dann klickst du auf Sign Up. Die Website habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und bei Sign Up gibst du jetzt deine normale E-Mail-Adresse ein, an der dann letztendlich die E-Mails weitergeschickt werden sollen und du legst natürlich ein Passwort fest. Das Passwort, das generiere ich mir natürlich mit meinem Passwortmanager, sagen wir mal hier 40 Zeichen. Übrigens, wenn du mehr über Bitwarden, meinen Passwortmanager, erfahren willst, dann kannst du dir gerne dieses Video hier oben anschauen. Also ich generiere mir hier irgendein zufälliges Passwort, gebe das hier ein und gebe hier außerdem meine E-Mail-Adresse ein. Jetzt muss ich noch verifizieren, dass ich wirklich ein Mensch bin. Und dann klicke ich auf Create Account. Dann verifiziere ich noch die E-Mail, die ich gerade bekommen habe. Und schon habe ich mich bei Simple Login registriert und bin jetzt hier auf der Oberfläche. Und hier kommen jetzt die E-Mail-Aliase ins Spiel, von denen wir vorhin geredet haben. Und zwar siehst du jetzt hier, dass ich schon irgendeine random E-Mail-Adresse hier habe, die für mich generiert wurde. Und ich kann hier über den Button New Custom Alias oder Random Alias einfach einen neuen Alias erstellen. Machen wir das zum Beispiel mal. Wir sagen hier neuer Random Alias. Und jetzt siehst du hier, für uns wurde eine neue E-Mail erstellt. alice-intertalk-whatever@alias.com. Und hier rechts kann ich jetzt eben auswählen, ob die E-Mails an meine persönliche E-Mail-Adresse weitergeleitet werden oder auch nicht weitergeleitet werden sollen. Machen wir mal ein simples Beispiel, für welche Situation sowas hilfreich sein kann. Angenommen, ich will mich hier bei irgendeinem Dienst wie zum Beispiel Bitly anmelden und habe echt keine Lust, dass die meine normale E-Mail-Adresse bekommen. In dem Fall kann ich einfach diesen Alias hier kopieren, indem ich hier draufklicke. Dann aktiviere ich die E-Mail-Adresse, damit die E-Mails auch weitergeleitet werden. Und jetzt kann ich mit dieser E-Mail-Adresse einfach einen Account bei dem Dienst hier erstellen. Ich habe mir jetzt
einen Account bei Bitly angelegt und wenn ich jetzt hier in meine E-Mails reingehe, dann siehst du, dass ich hier von Bitly eine E-Mail erhalten habe, in der ich meinen Account verifizieren muss. Das mache ich einfach mal, indem ich hier draufklicke. Und jetzt kann ich meinen Account ganz normal benutzen. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt, wenn ich sage, hey, ich habe meinen Account jetzt verifiziert, ich habe keine Lust, dass mich Bitly jetzt mit irgendwelchen Werbe-E-Mails bombardiert und außerdem hat Bitly ja auch gar nicht meine normale E-Mail-Adresse. Das heißt, ich kann jetzt hier bei Alias reingehen und kann sagen, zack, ich deaktiviere die E-Mail einfach und schon bekomme ich keine E-Mails mehr weitergeleitet von Bitly. Und wenn wir uns hier mal die Nachricht von Bitly genauer anschauen und in meinem E-Mail-Client hier auf Mehr Anzeigen klicken, dann sehen wir, dass die Absenderadresse eigentlich hier von Simple Login ist. Das heißt, die E-Mail wurde ursprünglich an diese E-Mail hier geschickt, an unsere komische Alias-Adresse, alles_blablabla. Und dann wurde sie von Simple Login an meine richtige E-Mail-Adresse, an alexander@privacytutor, weitergeleitet. Das heißt, so ein E-Mail-Alias-Dienst wie Simple Login bietet dir weniger Stress und außerdem mehr Privatsphäre und auch mehr Sicherheit, damit du weniger leicht gehackt werden kannst oder deine E-Mail-Adresse irgendwo im Internet da draußen herumschwirrt. Was außerdem dir deutlich mehr Sicherheit gibt und relativ wenig Aufwand ist, das ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch darüber habe ich mal ein Video gemacht, das blende ich dir hier ein und ich freue mich, dich dann dort zu sehen. Mach's gut!